Entspannt mit Sophia. Sanft einschlafen und ganzheitlich entspannen. Hallo meine Lieben, ich bin es, Anja. Willkommen bei Sophia. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid in meinem Zelt für Entspannung. Und ich freue mich riesig, heute Ernährungsberaterin Anja bei mir zu haben. Und ich dachte mir, ich mache heute ein ASMR-Interview mit ihr. Das heißt, sie wird flüstern. Ich mache ein paar Geräusche und stelle ihr nebenbei Fragen, die von euch kommen zur Ernährung. Ich habe mir drei rausgesucht. Und bist du bereit? Ja. Sehr gut. Achso, und was natürlich ganz wichtig ist, was viele von euch wissen wollten: Anja ist ja auch mein Massagemodel. Wie ist es dann so, mein Massagemodel zu sein? Mich immer, wenn die Sophia anfragt. Ich kann mich nämlich immer super entspannen bei ihren Massagen und ich bin immer so begeistert, dass ich mir die Massagen hinterher nochmal anschaue. Ja, das stimmt. Wir waren zusammen im Urlaub und ich hatte Anja gerade so eine Massage am Strand gegeben. Die gibt es ja auch auf meinem Kanal. Und ja, dann lag sie abends im Bett, hat das Video geschaut, wie sie massiert wird und ist dazu eingeschlafen. Man
ist den ganzen Tag unterwegs, dass man sich automatisch schon zwei Schokoriegel einpackt. Also da mal schauen, wo sind da die eigenen Muster. Und ja, ansonsten, was immer wichtig ist, eine Alternative finden. Es gibt auch gesunde Schokolade, zum Beispiel Rohkostschokolade, die mag ich sehr gerne. Die ist was sehr, sehr teuer. Wir haben ja auch eine Meditation dazu noch kreiert.
dann sozusagen eben nicht mehr zuhört, das Unterbewusstsein noch an ist. Und dann können diese Informationen halt super gut reinkommen. Und ja, das ist halt schon gut, wenn man es irgendwie schafft, die bis zum Ende zu hören. Solltet ihr aber zwischendrin einschlafen, finde ich, kann man es dann auch machen. Oder manche hören es auch tagsüber und entspannen dazu. Das ist auch eine Idee. Genau. Und also, aber ich habe halt auch gemerkt für mich, dass diese Regelmäßigkeit ist halt wichtig, auch wenn man meinetwegen nur nicht ganz bis zum Ende hört. Aber man muss sich ja vorstellen, das ist so ein bisschen mit dem Essen, finde ich, wie wenn man jetzt Raucher ist. Man hört mit dem Rauchen auf, geht aber trotzdem noch jeden Tag in die Raucherecke zu den anderen. Dann bleibt man ja trotzdem immer bei diesen alten Gewohnheiten. Und da dann einfach immer aus der Gewohnheit rauszukommen, da ist eine Regelmäßigkeit wichtig. Genau, um vielleicht mal das Thema nochmal kurz aufzugreifen, um es besser zu erklären. Das hat was mit den Gehirnwellen zu tun, weil wenn man schläft, ist man in einem gewissen Zustand. Und wenn man in einer Trance ist, ist man in einem gewissen Zustand. Und so wie das auch in Meditation zum Beispiel das Ziel ist, gerät man dort in einen höheren Zustand. Das heißt, man ist in der tiefen Entspannung drin. Und das wirkt sich viel besser auf den Körper aus, als zum Beispiel Schlaf. Deswegen ja, es ist bei den meisten Menschen so, die auch viel meditieren oder jeden Tag regelmäßig, dass die weniger Schlaf brauchen, weil die dadurch halt ihre Energie erziehen. Und wenn man halt in diesen, ja, um das mal kurz zu erklären, wenn wir wach sind, dann sind wir in den ganz normalen, ja, Beta-Bereich. Genau, Beta-Bereich. Wenn wir schlafen, sind wir im Delta-Bereich. Wenn wir so in Trance sind, gelangen wir langsam in den Alpha-Bereich. Und wenn wir so richtig in unser, ja, hohes Bewusstsein, Unterbewusstsein sind, wenn der Körper quasi schläft, aber unser Geist, unser Bewusstsein, ja, was heißt Bewusstsein? Also zum Beispiel sind Kinder die meiste Zeit tatsächlich im Theta-Wellenbereich. Genau. Und dadurch sind die viel kreativer und fantasiereicher. Genau. Denn der Verstand ist halt nicht mehr so, nicht so bewusst. Der ist wie ausgeschaltet. Ja, genau. Richtig. Man sieht ja auch, dass Kinder ganz oft Löcher in die Luft starren und da sind sie genau in diesem Bereich. Die kriegen dann teilweise gar nicht mit, was hier so passiert. Genau, und da öffnet sich natürlich das Unterbewusstsein am meisten und da kann man dann direkt Sachen umprogrammieren. Und was auch. Was und das ist aber zum Beispiel bei den Erwachsenen so schade, dass wir gar nicht mehr richtig in diesen Theta-Wellenbereich kommen. Wir gehen halt vorm Einschlafen sehr schnell vom Alpha-Bereich, Theta-Wellenbereich und dann schnell in den Delta-Bereich. Aber gerade, das ist ja im Theta-Wellenbereich, das ist auch diese REM-Phase, wo wir dann auch träumen. Und wenn du zum Beispiel einen Geistesblitz hast, dann bist du im Theta-Wellenbereich. Denn ganz da genau kommt vom Unterbewusstsein dieser Geistesblitz so hoch. Genau. Weißt du, ich wollte dich nicht mit unterhalten. Das ist gut. Genau, das ist halt das Entscheidende. Und letztendlich, die riecht so gut, geht es halt darum, dass wir bewusste Änderungen vornehmen. Und das erreicht man halt, indem man dauerhaft oder regelmäßig diese Hypnose hört. Genau. Und deswegen finde ich persönlich auch die Meditation, die wir gemacht haben, auch wichtig, weil dort auch das Thema Selbstliebe so mehr integriert ist. Also in der Hypnose auch. Denn die Frage ist ja natürlich auch, warum möchte man abnehmen? Meistens aus einem Mangelwert heraus. Und man nimmt viel leichter ab, wenn man auch mehr zu sich selber steht, zu sich selber kommt, die Selbstliebe quasi schult und trainiert, sag ich mal. Denn das ist wichtig, egal wie man aussieht, man sieht immer gut aus. Beziehungsweise gibt es da kein richtig, kein falsch, kein hässlich, kein hübsch, sondern man ist halt einfach so, wie man ist und man sollte sich so annehmen, wie man ist. Und aus dieser Akzeptanz heraus kann man halt auch Änderungen vorführen. Zum Beispiel, okay, es ist okay, so wie ich bin, aber letztendlich möchte ich gerne halt mich leichter fühlen. Ich möchte gesund werden, ich möchte, keine Ahnung, je nachdem. Es gibt ja viele Übergewichtige, die halt körperlich eingeschränkt sind. Zum Beispiel Treppenstufen nicht so gut hochkommen oder die einfach nicht, ja, so gut vom Fleck kommen, sag ich mal. Weil das natürlich dann auch immer noch auf die Gelenke geht. Also da hängt ja auch was dahinter sozusagen, ne? Ja. Und, ja. Also das war
zum Beispiel auch etwas, was wir beobachtet haben bei den Leuten, die halt diese Hypnose gehört haben, dass einfach dieses Gefühl von Selbstliebe mehr da war, dieses Gefühl von Selbstwert, Selbstschätzung. Also manche denken, ja, okay, jetzt muss ich so und so viel Kilos abnehmen und auf einmal fühle ich diese innere Liebe. Das ist so. Leider ein Trugschluss, ja. Ja, genau, das haben uns auch viele, die Hypnose gehört haben, auch berichtet, dass sie einfach ein ganz neues oder etwas anderes Bewusstsein zu dem Körper haben, dass sie plötzlich auch sich so, so Essensmuster bewusst werden. Oder dass viele auch, ich glaube, zwei hatten auch berichtet, dass sie einfach dann auch gar keine Lust mehr so auf Süßigkeiten hatten, weil es einfach keinen Grund mehr gab, Süßigkeiten zu essen. Und das sieht man zum Beispiel auch, dass man nur so aus emotionalen Gründen isst, um sich irgendwie zu füllen, um vielleicht irgendeinen Schmerz zu übertönen oder zu überdecken. Das hatte ich zum Beispiel früher richtig krass, als ich noch einen richtig, also einen scheiß Job einfach hatte. Genau. Dann bin ich auch abends nach Hause gekommen und dachte, ja, wie belohne ich mich denn jetzt so? Und auch am Wochenende dieses gleiche Prinzip, wie belohne ich mich denn jetzt? Und Essen war dann natürlich auch eine Methode, ne? Also dieses emotionale Essen dann auch irgendwo. Auch nicht dieses, ich habe mich damals auch einsam gefühlt und dann habe ich halt angefangen zu essen. Kommt man eben auf ein ganz anderes Level und gibt sich auch mit ganz anderen Gedanken. Und also mein Lieblingssatz ist zum Beispiel, der kommt von Anja, ich liebe Chlorophyll. Ja, genau. Einfach diese Lust auf Chlorophyll, wo ich halt auch dachte, ich hätte mir so einen Satz im Leben nicht ausgedacht. Ich habe Lust auf Chlorophyll. Ja. Und deswegen finde ich richtig cool, also mittlerweile ist das so mein Leitspruch. Möchtest weiterschauen? Dann habe ich hier Hörspiele und Videos für dich. Und wenn du Probleme mit dem Einschlafen oder Entspannen hast, melde dich gerne bei